gestorben. Boah, ey, verrecken die mir jetzt alle hier untereinander. Das ist alles gar nicht so einfach. Jetzt haben wir schon wieder so viele Todesfälle hier. Dass ich jetzt mal hoffe, dass die Ernte von den Kürbissen im Herbst, weil die relativ spät geerntet werden, dass das hilft. Denn dann die Ernte für den Weizen ist eher fertig. Das macht natürlich sehr viel aus, wenn wir später noch was geerntet werden kann. Interessant. Wir haben also nicht mal mehr einen Priester. Ist doch auch schon drauf gegangen. Eieiei, großes Chaos in Gallifrey. Ja, großes Chaos in Gallifrey. Das ist natürlich nicht sehr schön. Wenn wir jetzt noch im Frühling sind, ja, ich wollte gerade sagen, der Regen kann jetzt auch langsam mal nachlassen. Das ist natürlich schon riesig. Okay, die Kürbisse werden natürlich als letztes geerntet. So viel steht fest, die brauchen Werkzeug. Wer ist denn jetzt schon wieder gestorben? Bauer ist verhungert. Wie kann ein Bauer verhungern? Ey, wollt ihr mich verarschen? Immer dasselbe mit euch. Oh.
Bauern, die verhungern. So, wo sind wir jetzt weiter mit späten Frühjahr? Hier, jetzt haben wir auch schon Leder. Schon wieder zwei Bauern. Wachsen tut es von alleine, ja, das ist mir auch klar. Ernte das mal. Spätes Frühjahr. Damit hier mal ein bisschen Nahrung reinkommt. Wir haben nur noch 11 Erwachsene und 7 Kinder. Das ist... Mann. Verzeihung. So, die Schmiede ist jetzt auch bald fertig. Und dann geht das alles in Gang. Es war jetzt wieder ein knallharter Winter hier in Gallifrey, also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Thank you.
könnte langsam mal anfangen, das Feld zu ernten, ja. Ja gut, Leute, dann beende ich erstmal die Aufnahme, was passiert dann im nächsten Winter, und kommen wir über den Winter und reichen unsere Vorräte dafür aus. Das alles und mehr werden wir dann sehen bei der nächsten Runde von Let's Play Banshit. In dieser Runde haben wir es ja wenigstens schon mal geschafft, den Jäger aufzubauen und die Sammelhütte. Leider aufgrund der hohen Sterblichkeitsrate ist es mir uns noch nicht gelungen, einen Kräutersammler einzustellen, der für die Bekämpfung der Krankheiten sehr gut geeignet ist, wegen der Medizin. Das werde ich aber versuchen, in der nächsten Folge umzusetzen. Als nächstes müssen wir dann erstmal gucken, dass die Nahrungsversorgung klappt und dass das alles hinhaut. Von dieser Stelle her sage ich dann erstmal Tschüss und bis dann. Das war wieder mal der Pixelfox.